Okay, jetzt schlafen wir, bis es morgen ist. Voll spannend. Oh, Albträume. Ja, dafür, dass er durchzecht hat die Nacht, sieht er ganz fit aus. Ich sehe da immer ein bisschen anders aus, aber macht ja nichts. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Sind wir hier runtergekommen? Kamen wir denn runter? Hier. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf! Ich nicht nochmal! Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Okay, in Ordnung. Loyalität. Gucken wir mal, ob uns der Patre hinführt jetzt. Wenn du dort anfängst, was werden sie dich machen lassen? Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Klar. Ein welcher gute Mafia-Boss hat noch keine Leute bedient, ne? Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Ein bisschen Süppchen. Ja, lecker, lecker, lecker. Der hat eine steile Frisur, alle. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Ja, mal eine ordentliche Portion drauf da auf den Teller. Komm, hau raus. Ah ja, okay, ich muss das servieren auch noch. Danke. Gerne. Und die Mutti will auch was. Wie war dein Tag? Ja, war okay. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Gern geschehen. Durch der Rede wert, Ma'am. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. So, jetzt haben sie alle was. Oh, hi. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen.
Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Oh, oh. Die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbei. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Yeah! Überdeckung springen, L und Y. Ich bin da nicht mehr. Ich müsste einfach. Boah! Ihr Kerle solltet euch was schämen! Ach, aber die wollen sich schlägern, die Typen. Bam! Wow! Was ist denn mit dir, du Bastard? Alter, der mich voll erwischte. Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ja, dem haben wir hier eine übergebraten. Schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Machen wir nicht, machen wir nicht. Los geht's. Celui qui sait, diverse celle. Was ich sag. Ich mag kein Französisch. Überhaupt nicht. Egal, jetzt gucken wir mal. Jetzt reißen wir den Haitianern mal ein bisschen in den Hintern auf.